So, meine Lieben, und damit herzlich willkommen zum ersten Freundschaftsspiel mit dem FC Liverpool. Heute zu Hause an der Anfield Road, an einem richtig, richtig geilen Spielort, in einem richtig geilen Stadion gegen den spanischen Verein aus Valencia, nämlich dem FC Valencia. So viel steht fest, wir in Rot, die in Weiß. Wir gucken nochmal ganz schnell rein ins Teammanagement, aber soweit müsste alles passen, haben wir ja im letzten Part noch ganz, ganz kurz und schnell eingestellt. Sind ja auch dran, jetzt hat Yaya Touré zu holen, sprich nicht nur dran, sondern der kommt auch sicher. Dürfte morgen oder übermorgen dann in Liverpool vorgestellt werden. Sprich, ich denke, das ist schon mal der erste absolute Kracher-Transfer, den wir da hinlegen konnten. Mann, der uns sicherlich enorm weiterbringen wird, unsere junge Truppe da vorne, vor allem im Sturm, richtig unterstützen wird und somit ein ganz, ganz großer und wichtiger Baustein werden könnte, was den eventuellen Meistertitel angeht. So viel steht fest, aber über die Meisterschaft brauchen wir, glaube ich, dann jetzt noch nicht reden. Jetzt erstmal das erste Freundschaftsspiel, das erste Spiel überhaupt sozusagen, unser Debüt beim FC Liverpool. Ich bin gespannt. Valencia ist sicherlich keine schlechte Mannschaft, aber ich denke trotzdem, dass wir das Ding heute hier zu Hause gewinnen wollen und auch können. Ganz klar, wir müssen nur gucken, dass wir das auch umsetzen, beziehungsweise dass wir da nicht wieder früh ein Gegentor kriegen. Das ist ja manchmal so ein bisschen das Problem bei mir in FIFA, dass die Gegentore relativ früh und relativ schnell fallen. Und das sollten wir da verhindern. Aufgepasst, da geht er gleich mal fast so ein bisschen durch, der Freund. Hält der Postiga, gut gemacht von Henderson. Nach oben gelegt. Oh, das sieht soweit gar nicht so schlecht aus. Der Pass kommt dann allerdings leider nicht an. Übrigens, wir werden natürlich die gesamte Saison... Oh, Sterling. Oh, schade, er will ihn da noch weiterlupfen. Kommt nicht ganz an und jetzt kriegt er ihn... Jetzt kriegt er ihn nicht. Wir werden natürlich die ganze Saison auf Legende spielen. So viel steht fest, haben wir schon in der ersten Saison mit dem FC Augsburg auch getan. Also da wird man natürlich nicht großartig irgendwas ändern. Da, denke ich, sind wir soweit natürlich zufrieden. Und dann, wie gesagt, denke ich, wird es aber auch nicht viel einfacher werden, da den Meistertitel zu holen auf Legende. Da müssen wir nämlich wirklich so gut wie jedes Spiel wahrscheinlich gewinnen. Henderson kommt leider nicht zum Schuss. Nochmal geklärt. Kopfballduell gewinnen wir nicht, aber den Ball haben wir nochmal mit Sterling. Sterling läuft. Oh, der wäre überragend gespielt gewesen von Sturridge. Und Sterling hat ihn wieder. Sterling. Oh, schade. Jetzt wollte ich ihn gerade nach oben legen, aber Feghouli, oder wie der ausgesprochen wird, war schneller, hat die Kulle zurückgelegt. Da ist Helder Postiga. Vielleicht mal so ein bisschen jetzt in den Kommentarmodus reinkommen. Bisher habe ich ja mehr oder weniger nur so ein bisschen über die Saison geplappert. Schauen wir mal, dass wir uns ein bisschen mehr aufs Spiel konzentrieren. Wir haben ja noch danach das Spiel gegen die Bayern, was sicherlich auch nicht einfach werden wird. Und ganz unten, und ganz unten, und ganz unten. Und der Ball ist super. Suso, der ist auch super. Auf Sturridge, der wird geblockt. Boah, super Konter da fast vom FC Liverpool. Am Ende nicht gut genug. Hat aber schon mal gar nicht so schlecht ausgesehen. Ist ja auch, wie gesagt, unser erstes Spiel. Da dürfen wir hier und da noch ein paar Fehler machen, ganz klar. Das soll ja auch so sein, damit wir wissen, wo wir uns verbessern können. Jetzt aufgepasst, Soldado. Gut gemacht. Schön erstmal das Ding rausgespielt. Lukas Leiber. Oh, fuck, den da oben habe ich gar nicht gesehen. Feghouli. Haben wir noch. Jawohl, sieht gut aus. Sturridge läuft. Sturridge. Und er ist schnell. Und er ist gut. Und er kann schießen. Sturridge. 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 1:0. Es ist die 23. Minute an der Anfield Road. Und zum ersten Mal, ja, tobt hier die Menge. Richtig starkes Ding. Sturridge aus einem relativ spitzen Winkel. Versenkt er das Ding eiskalt links. Oben im Eck. Keine Chance für den Keeper. Ganz, ganz stark gemacht. Gucken wir uns nochmal an. Ja, überragend. Überragend. Und genau das ist der Grund, warum wir so einen Daniel Sturridge hier nicht verkaufen wollen. Ganz, ganz starker Spieler. Hat ja jetzt auch schon den Marktwert, ich glaube, von 23 Millionen, was wir da gesehen haben. Ist noch relativ jung. Also das ist schon super. Nur das Einzige, was mich noch so ein bisschen stört, beziehungsweise wo ich noch achten muss, ist, ich will unbedingt jetzt diesen Sturridge-Jubel noch lernen. Den muss ich jetzt gucken, wie der genau geht. Weil den will ich dann bei jedem Tor machen. Diese Wave, diese, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Ihr wisst, denke ich, Bescheid. Sterling kommt leider nicht durch. Ciao, Pereira. Läuft erstmal. Ich wollte vorhin noch sagen, dass wir natürlich noch die Freundschaftsspiele gegen die Bayern und gegen Lyon haben. Vor allem gegen die Bayern wird das brutal schwierig werden. Das heißt, wir sollten uns heute schon mal relativ gut in Form spielen gegen Valencia, um dann da gegen die Bayern auch gut bestehen zu können. Sturridge, guter Ball auf Sterling. Der ist auch richtig schnell. Sterling, der, wie gesagt, in der Saison zum Star, zum Shooting-Star schlechthin werden könnte. Sturridge ist wieder da. Sturridge kriegt ihn nicht unter. Senderos, ehemals beim FC Arsenal unterwegs. Feghouli nach vorne gelegt. Helder Postiga verliert ihn. Den haben wir wieder. Soweit, so gut. Gerrard. Gerrard sieht oben José Enrique nach vorne gelegt. Oh, ist das super gespielt in der Mitte. Sturridge, komm. Kommt leider nicht. Und der ist viel zu nah an den Keeper getragen. Jean oder Jahou oder Jean. Hat den Ball, keine Ahnung, wie man den Freund ausspricht. 34 Minuten auf jeden Fall vorbei.
Wieder der weite Ball nach vorne. Gut dazwischen gegangen. Das ist wunderbar. Sturridge läuft schon wieder. Sturridge. Überragend. Freunde, auf Daniel Sturridge können wir uns in der Saison aber mal sowas von freuen. 37. Minute. Der zweite Schuss von ihm und die zweite Bude. Setzt sich da überragend durch. Gibt sich nicht auf. Holt die Kulle sich nochmal und dann wieder keine Chance für den Keeper. Also Sturridge hat jetzt den exzellenten Trainer für sich gefunden. Mit dem kommt er gut klar. Ne? Letzte Saison hat er nur 18 Tore insgesamt, glaube ich, erzielt. 12 in der Premier League. In der diesjährigen Saison, was die Freundschaftsspiele angeht, gut, das kann man so nicht zählen. Aber hat er Stand jetzt schon mal 2. Kommt da in eine richtig gute Form, wenn so weitergeht. Aufgepasst. 38. Valencia kommt. Flanke in die Mitte. Helder Postiga verlängert da zum Glück. Ja, zur falschen Seite. Reyna wäre da wahrscheinlich chancenlos gewesen, könnte ich mir vorstellen, dass er den nicht mehr gekriegt hätte. Jonathan Vieira. Vieira nach unten gelegt. Guardado. Guter Pass auf Vieira. Und Pepe Reina, José Reina ist da, hat die Kulle. Alles soweit in Ordnung. Reina ja auch als der Elferkiller schlechthin bekannt. Oder nicht schlechthin, aber unter anderem. Oh, der Pass war mega beschissen. Da sollte die Kulle nicht ran. Aber wir haben ihn wieder. Und verlieren ihn sofort wieder. Aufgepasst, Helder Postiga, Feguli. Gut gemacht, der Ball allerdings wieder zu schnell weg. Aber wir haben kurz vor der Halbzeit, jetzt sollten wir nur aufpassen, dass wir hier nicht noch ein Gegentor kriegen. Dann wäre alles soweit in Ordnung. Gut gespielt, Guardado zurückgelegt, Reina hoch und weit. Und gut nach vorne und das war's. Also 45 Minuten rum, 2:0 die Halbzeitführung gegen Valencia. Ich denke, ein richtig guter Start in diese Saison, in dieses Let's Play. Queen's Park Rangers, die anderen Testspielergebnisse gegen Empoli 1:0. Und Bordeaux führt bei West Ham ebenfalls mit 1:0. Valencia mit mehr Ballbesitz, wir mit mehr Chancen, wir mit mehr Toren. Also so ein bisschen, wie man sich das vielleicht sogar hätte vorstellen können in der ersten Partie, dass wir da vielleicht nicht so mega dominant auftreten. War vielleicht so ein bisschen zu erwarten, aber wir haben nach vorne richtig gute Aktionen gezeigt, einen richtig guten und schönen Fußball gespielt. Von dem her bin ich da schon mal sehr zufrieden. Lassen hinten gar nichts anbrennen. Das ist somit die Philosophie natürlich, die wir da spielen wollen. Vorne Buden machen, hinten nichts zulassen. So einfach ist Fußball, dann gewinnst du. Jetzt aufgepasst, Vieira, Helder Postiga wieder. Aber schaut mal, wie sich Skrittel da einfach mal durchsetzt, als wäre nichts. Aber dann nochmal der Ballverlust, kein Abseits. Und da ist es passiert. 50. Minute, gerade spreche ich noch davon, dass wir hinten so gut stehen. Und dann sind wir aber mal sowas von ungeordnet da hinten drin. Also, Anschlusstreffer für Valencia. Aber ist, wie gesagt, nur ein Testspiel. Von dem wir vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir auch ein Gegentor kriegen. Dass wir wissen, dass wir da noch nicht so ganz sattelfest sind. Und nicht so mit einem Wir-sind-die-Übermannschaft-Gefühl in diese Saison gehen. Da habe ich den Ball ein bisschen zu weit vorgelegt. Wir müssen jetzt aufpassen, Valencia wird ein bisschen stärker, weil wir nachlassen, weil wir da ein, zwei Gänge zurückgeschalten haben. Das hätten wir nicht tun dürfen. Reina, weg jetzt. Oh, jetzt wird es aber richtig krass eng, Freunde. Jetzt muss wieder hier mehr kommen. Suso. Super gemacht. Suso. Oh, guter Pass auf Ciao, auf Sterling oder wer auch immer das da vorne war. Ball kam nicht durch. Ciao, Pereira hat ihn. Jetzt hat wieder da oben Valencia über Guardado. Er läuft und läuft und läuft. Und wir kommen nicht ran. Ich kann mich da im Zweikampf nicht durchsetzen. Flanke ist gut. Sakko ist besser. Und erstmal nach vorne gelegt. Soweit, so gut. Sterling gut nach oben gelegt. Oh, was macht Sturridge da? Hat da eigentlich relativ viel Zeit. Und bringt den Ball nicht zum Mann. Aufgepasst. Wir müssen jetzt echt aufpassen. Valencia wird hier sehr, sehr stark. Und wenn es so weitergeht, werden die dann noch ein paar richtig gute Chancen rausspielen. Und irgendeine davon wird wahrscheinlich drin sein. Freunde. Oh, Gott sei Dank schießt er nicht. Gut von Skrittel wieder. Wir schwimmen dahin gerade kräftig. Und jetzt ist es soweit. Man hat es kommen sehen. 62. Minute. Der zweite Durchgang gehört aber mal komplett Valencia. Es gelingt gar nichts. Jonathan Vieira macht die Bude. Und Valencia ist wieder drin. Ist wieder da. 2:2 unentschieden. Mann. Wir geben das Spiel gerade ein bisschen sehr aus der Hand. Auch wenn es jetzt heute nur ein Freundschaftsspiel ist. Das muss nicht sein. Guter Schuss von Sturridge. Wird da geblockt. Oh, und der Ball kommt auch nicht an. War ein bisschen zu viel klein. Jetzt bitte nicht hier noch verlieren. Lukas Leiva. Gutes Ding, Sturridge legt ihn sich zu weit vor, Ball ist erstmal wieder weg. Bernard war das, Nevestas, keine Ahnung, nach vorne gelegt. Jonathan Vieira, doppelter Torschütze bei uns, glaube ich, beziehungsweise beim Gegner. Natürlich, Gerard, soweit gut geklärt. Jawohl, super rausgespielt, Sturridge rennt aber da leider weg, Ball ist nochmal da, Sturridge. Sturridge. Oh, da will er ihn lupfen. Schade. Hat er nicht ganz hingekriegt. War, glaube ich, auch eher der schwache Fuß, oder?
Sonst wäre da vielleicht mehr gegangen, aber gut, kann man mal probieren. Im Freundschaftsspiel. Schaum wieder am Ball. 20 Minuten noch zu spielen. Stimmt, wir können auch mal reingehen und wechseln. Und zwar werden wir gleich dreifach agieren. Habe ich jetzt komplett vergessen. Wen haben wir denn so? Wir haben Yeshil, den bringe ich mal für Suso. Jago Aspas bringe ich mal für Sterling. Asaidi, nee, den lassen wir. Teixeira lassen wir. Ellen bringe ich noch. Für Chera, für den alten Mann. So, also. Gucken wir mal, dass vielleicht in den letzten knapp 20 Minütchen jetzt noch was geht. Gut von Sturridge, Golasso von Sturridge, drittes Ding, 71. Minute. Der Mann, der geht kräftig ab, Freunde, der hat was. Also der ist überragend, Daniel Sturridge, drei Buden von ihm heute im ersten Spiel. Der will's uns gleich mal richtig zeigen, setzt sich wieder gut durch, profitiert er wieder von dem Bock der Hintermannschaft, aber den musst du auch erstmal der schnüffeln und den Ball musst du dir auch erstmal holen und nachsetzen und fighten. Das hat er getan, von dem her wunderbar zum 3:2 ins Tor geschossen. Ganz, ganz stark da. Daniel Sturridge, was er heute zeigt. Aufgepasst, jetzt wieder Liverpool. Valencia natürlich über Eva Banega zurückgelegt. Jonathan Vieira nach unten. Da ist Feguli, Feguli. Oh, Kritsche geht erstmal ins Leere. Javi Fuego. Jetzt wollen wir mehr wissen, Freunde. Jetzt wollen wir mehr. Sturridge, Alter, der geht da drauf. Der ist da. Der ist absolut heiß, der Freund. Also ich glaube, das wird die Saison des Daniel Sturridge. Ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, das wird sie. Javi Aspas. Oh, der war schlecht. Aber kriegen wir den noch? Fast wieder. Also wir sind da vorne blitzschnell und hellwach. Und so muss das sein. Eva Banega, Sturridge verliert ihn wieder weiter. Hoffentlich nicht tragisch. Wenn nicht, muss er vorne wieder eins machen, der Freund. Aufgepasst. Wieder Guardado. Der ist brandgefährlich heute. Guardado, Flanke ist zu weit. Feguli kriegt ihn noch. Feguli. Ich hoffe, der wird Feguli ausgesprochen. Ich habe keine Ahnung. Flanke ist super, der ist drin, oder? Nein. Und weg damit. Oh, da waren wir wieder überhaupt gar nicht sortiert da hinten. Und jetzt haben sie die Riesenmöglichkeit. Und José Reina holt ihn raus. Uiuiui, vom 16er da absolut freie Schussbahn. Den muss er eigentlich machen. Gott sei Dank kriegt er ihn nicht unter. Gibt die Ecke. Feguli steht bereit. Der Mann mit der Nummer 8 bringt die Flanke in die Mitte. 10 Minuten noch zu spielen. Erstmal geklärt. Banega, Bernard nach unten gelegt. Allerdings ist das nicht der Bernard aus Brasilien, sondern glaube irgendein anderer. Und wir kriegen die Kulle nicht. Die machen gerade nochmal ein bisschen Druck. Sturridge, gutes Ding. Jetzt halt, komm, schick ihn lang. Kein Abseits von Henderson. Henderson. Sturridge, es ist unfassbar, der Typ. 85. Minute, es ist unser Debüt. Und Daniel Sturridge macht 4 Buden. 4. 1, 2, 3, 4. Überragend geil, was mit Daniel Sturridge hier abgeht. Es ist einfach nur schön zuzugucken. Ist ja unglaublich, oder? Was geht denn ab? Wie krass ist der denn drauf? Was haben die dem zum Essen gegeben? Unfassbar. So, aufgepasst. Eva Banega. Unten wieder Feguli. Jetzt nicht noch ein Gegentor zulassen. Feguli. Oh, ein bisschen komisch geklärt. Aber gut, alles soweit noch in Ordnung. Gibt jetzt die Ecke. 3 Minütchen noch zu spielen. Aufgepasst. Die kommt in die Mitte. Und José Reina ist da. Hat ihn soweit. Macht's auch relativ schnell. Aspas erstmal nach vorne gelegt. Der Ball war sogar richtig stark. Und Sturridge sieht vorne Yeshil laufen, Samet, Yeshil, kriegt ihn nicht unter. Haben wir nochmal, oder? Johnson kommt leider nicht ganz ran. Ihr merkt, es ruckelt gerade ein ganz, ganz kleines wenig. Bisschen, ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Komische kleine Mikro-Ruckler. Aber gut, wir haben es doch gleich geschafft. Das Spiel ist gleich vorbei. Jetzt könnte Sturridge nochmal laufen. Nö, der hat auch keinen Bock mehr. Dann halt nicht. Carlos Delgado nach oben gelegt. 90. Minute. Die Ruckler sind vorbei. Das Spiel ist vorbei. Wir gewinnen am Ende mit 4:2 gegen Valencia. Es gab 2 Torschützen bei 6 Toren. Das ist auch nicht schlecht. 4-mal Sturridge, 2-mal Jonathan Vieira im ersten Testspiel. Ich denke, ja, man hat gesehen, dass wir hier und da noch ein bisschen uns wo verbessern können. Ganz klar. Vor allem in der Defensive waren wir dann so nach der Halbzeit die halbe Stunde nicht gut gestanden. Offensiv richtig gut gespielt. 4 Schüsse aufs Tor. Alle reingemacht. Also eine super Effektivität da heute an den Tag gelegt. Genauso soll es sein. 60% Ballbesitz für Valencia. Das heißt wiederum auch natürlich noch, dass wir da ein bisschen professioneller nicht, sondern ein bisschen überlegener. So heißt das Wort. Mensch, Freunde, das suche ich ewig. Ein bisschen überlegener werden können, was da den Ballbesitz angeht. Aber gut, das ist alles noch weit hin. Wir haben das erste Testspiel, das haben wir gewonnen. Von dem her ist alles in Ordnung und von dem her würde ich sagen, jetzt gucken wir, ob wir noch eine Nachricht haben. Wenn nicht, dann war es das, nämlich erstmal hier mit dieser Folge. Spielentwicklung. Borini kaum spielen lässt, obwohl er vielversprechend ist. Okay, und
Jeschi freut sich, dass er spielen darf. Das rechnet er uns hoch an. Sehr schön. Okay, nee, dann würde ich sagen, war's das jetzt erstmal mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, ne, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben geben würdet. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst am besten ein Abo da und verpasst keine Folge. Und im nächsten Part gehe ich dann auf eure Spielervorschläge ein. Ich bin riesig gespannt, ich freue mich drauf. Und wir sehen uns dann. Bis dahin, euer Badeschlappen. Servus.